hatte kein Herz. Aber er konnte trotzdem aufstehen. Genauso stand es in der Seite. Das heißt, mir geht's gut. Er ist einfach verschwunden. Was zum Teufel geht hier vor sich? Wir müssen es herausfinden, wenn wir etwas dagegen unternehmen wollen. Irgendwie müssen wir der Sache auf den Grund gehen. Was wir gerade gesehen haben, lässt sich nicht rational erklären. Ich würde es ja gerne auf eine Halluzination schieben, aber wir wissen beide, dass das Blödsinn ist. Das war etwas Übernatürliches. Gut, dass Sie das gesagt haben. Jetzt können wir nach einer Lösung suchen. Vor dem ganzen Chaos ist Sheriff Breaker einfach verschwunden. Vielleicht wusste der Sheriff mehr, als er zugab. Er wirkte so, als hätte er sich vor dem gefürchtet, was kommen würde. Ein weiteres Mysterium. Das Opfer eines Ritualmordes verwandelt sich in ein Monster. Gibt es da einen Zusammenhang? Sieht so aus, als würde der Kult des Baumes Rituale durchführen, um Monster zu erschaffen. Vielleicht. Wir müssen herausfinden, welches Ziel dieser Kult verfolgt. Mein Freund, der Baum ist tot. Da liegt eine der Seiten auf dem Boden. Dann nehmen wir sie mit. Saga war wieder am Cauldron Lake. Saga musste Nightingale verfolgen. In den Übergang. Einen Weg hineinzufinden würde schwierig sein. Ein Ritual. Saga würde lernen, wie das Monster aufhalten. Saga war zurück am Cauldron Lake. Er war auch dort. Nightingale. War, aber war nicht. Ein Besessener. Eine Kreatur der Dunkelheit. Er war jenseits ihrer Reichweite. Dort, wo eine andere seltsame Realität, der dunkle Ort, mit der unseren verschmolz. Dieser Ort und der dunkle Ort. Eine darüber geworfene Plane, die alles unter sich ertränkt. Eine Flut von Dunkelheit, die alles durchdringt. Es verdirbt. Es verfaulen lässt. Die Seite nannte diesen Bereich Übergang. Saga musste Nightingale verfolgen, in den Übergang. Einen Weg hineinzufinden würde schwierig sein. Es erforderte präzise Schritte, ein Ritual. Saga würde lernen, wie. Das Monster aufhalten, ihre Aufgabe, bevor es wieder tötet, ihre Aufgabe. Er würde drinnen sein und auf sie warten. Okay. Weiß ich Bescheid. Falltafel, gibt es da irgendwas Neues? Ja, Fälle. Ah ja, guck. Ein toter Mann hat sich in ein Monster verwandelt. Licht scheint dagegen Wirkung zu zeigen. Seiten sagen die Zukunft vorher. Es gibt keine rationale Erklärung. Wir müssen diesen Fall unbedingt knacken. Okay. Laut der Seite kehrte Nightingale zum Cauldron Lake zurück. Und er ist jetzt ein Besessener. Okay. Was haben wir noch? Kult des Baumes. Leichorgan des Opfers mit Kritzeleien übersät. Seite im Brustkorb gefunden. Okay. Nightingale war das einzige Opfer, das zu einem Monster wurde. Dahin. Casey, der Kult des Baumes führt Rituale durch, um Monster zu erschaffen. Denken. Ja. Okay.
Das Lied von eben. Oder was? Warte mal, wieso kriege ich hier gerade... Ganz kurz. Ah. Anscheinend war da eben Werbung. Das, eigentlich sollte das Ding mir Bescheid geben. Naja, wie auch immer. Okay. Was geht sonst noch? Nix. Laut der Seite ist Nightingale wieder am Cauldron Lake. Er soll ein Besessener sein. Wir müssen dorthin und ihn aufhalten, bevor jemand verletzt wird. Okay. Ja, aber erst wollen wir uns noch ein bisschen umgucken. Oh, wie war das mit der Taschenlampe? War das E? Ja. Guck mal hier. Medipack. Von der anderen Seite verschlossen. Ich will ja trotzdem mal ein bisschen gucken. Ja, das ist nur ein Fenster. Sheriff Breaker ist verschwunden. Nightingale hat sich in ein Monster verwandelt und einige Officer sind verletzt. Sie kümmern sich darum. Wir müssen sofort zurück zum Cauldron Lake. Moment. Das ist schrecklich. Auch zu. Wir tun, was wir können, Ma'am. Aber das ist doch verrückt, Thornton. Nightingales Herz fehlte. Wie konnte er etwas tun? Er ist doch tot. Stimmt. Monster sind nicht echt. Und was soll das heißen? Der Sheriff ist verschwunden. Puff und weg oder was? Wie durch Magie? Magie ist nicht real. Ich habe gerade gedacht, er hätte die Augen zusammengepetzt. Magie ist nicht real. Aber nee. Stimmt's? Balken? Nein, Tom. Monster sind nicht real und Magie definitiv auch nicht. Wusste ich's doch. Nee. Okay, wir brauchen noch ein paar Schlüssel. Oh, hier. Ich muss das zerschneiden. Ja, wir wissen aber noch nicht, wie. Wahrscheinlich brauchen wir einen Bolzenschneider oder so. Okay. Weiter geht's. Schönes Märchen. Wer? Hu, hä? So, gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Ich bin ein Tourist und habe mich wohl im Wald verlaufen. Hätte ich doch nur einen Reiseführer. Hier gibt es Bären. Oh nein, ein Bär. Unvergessliche Erfahrungen zu leistbarem Preis. Ganz genau. Ich bin Ilmo Koskela, laut Coffee World Magazine der beste Barista und Reiseführer. Und ich werde Ihnen die Tour Ihres Lebens geben. Aber Ilmo, ich hörte, die Regierung hätte den Zugang zu vielen lokalen Naturattraktionen gesperrt. Das stimmt, Jakob. Viele lokale Attraktionen wurden vor kurzem von der Regierung gesperrt. Und genau aus diesem
diesem Grund scheißt Koskela Brothers Adventure Tours auf die Regierung. Wir haben Bolzenschneider. Oh wow, du denkst einfach an alles. Und wir bringen sie überall hin. Aha, jetzt sehe ich hier, wann die nächste Werbung kommt. Wanderungen durch den schönen Elderwood Nationalpark. Angeln im kristallklaren Wasser beim Damm von Bright Falls. Vogelbeobachtungen am Mirror Peak. Ja. Die Tour Ihres Lebens ist nur einen Anruf entfernt. Buchen Sie jetzt und erhalten Sie einen Rabatt von 9% auf Odeer Diner Thermosflaschen. Ah, eine Thermosflasche soll das sein. Diese Maskottchen, wo da auf der Straße rumlaufen. Muss man ja wissen. Mein Klient wurde lange genug hier. Oh, eine Map. Lassen Sie mich jetzt mit ihm reden oder nicht? Einen Moment, Ma'am. Jemand wird gleich zu Ihnen kommen. Wer zuletzt Kaffee trinkt, macht einen neuen. Das ist das dritte Mal in dieser Woche, dass ich zur Nachtschicht komme und kein Kaffee in der Maschine ist. Wenn ihr die letzte Tasse nehmt, dann neuen aufsetzen. Nicht euer persönlicher Assistent. Bla, bla. Erinnerung. Der Computer an der Empfangstheke. Und die E-Mail der Verwaltung dürfen nicht für persönliche Streitigkeiten oder andere inoffizielle Angelegenheiten genutzt werden. Und denken Sie daran, Ihre Kaffeetassen zu waschen. Hallo Leute, das jährliche Event, auf das ihr alle schon sehnsüchtig gewartet habt, steht wieder an. Das Gemeindegrillfest. Ich will jetzt kein Gemecker hören. Dies ist eine wertvolle Gelegenheit, mit der Gemeinde in Verbindung zu treten. Statistiken zeigen, dass Polizeibeamte, die gut in der Gemeinde, in denen sie Dienst tun, eingebunden sind, in ihren Revieren weniger Gewaltdelikte erleben, bei der Polizeiarbeit effektiver sind und sich insgesamt psychisch besser fühlen. Dies ist zu Ihrem Nutzen, also nehmen Sie es bitte ernst. Oh, halt. Das von der Gemeinde gewählte Tauchbeckenopfer wird dieses Jahr, Trommelwirbel bitte, Deputy Thornton. Herzlichen Glückwunsch. Es sieht so aus, als ob alle endlich Rache für die Radarfalle auf der 12C bekommen, nicht wahr? Eine freundliche Erinnerung, dass alle, die an diesem Tag krank sind, ein schriftliches ärztliches Attest vorlegen müssen, sonst gibt es 2 Wochen Nachtschicht. Wer sich über die Zuweisung mit Antworten an alle beschwert, darf als Assistent für Officer Lightfoots Zaubertrick arbeiten. Ja, alles gut, gut, Maverick. Alles gut. Alles gut. Feiert schön. Ein Stück Kuchen könnte ich auch gebrauchen. Hätte ich schon Bock drauf. Nee, klar, klar. Feiert ihr mal. Was haben wir hier noch für eine Tür? Na, bei was habe ich dich gerade erwischt? Nichts. Bis die Tage. Was ist mit dir? Nix. Oh. Weil der. Ja, Pizza ist doch super. Hab ich gestern auch gegessen, gestern Abend. Tiefkühlpizza.
Eigentlich nicht so meins, aber why not? Denkst du, es gefällt mir, dich immer wieder in den Knast zu stecken? Tut es nicht. Weißt du eigentlich, wie viel Papierkram du mir jedes Mal bescherst? Jede Menge. Fest verschlossen. Gehen wir nochmal Pipi mal ran. Oh, hier. I know one of you is stealing the toilet paper. I've been counting them and there's an entire roll missing every day from stock. Theft is taken seriously around here. It's a sheriff station, for Pete's sake. One of these days, I'm going to catch you red-handed, and you better believe you're getting thrown out. Achso, ich kann auch zoomen, ne? So. What a disgrace you are. What kind of nut counts toilet paper rolls? Sounds like you've got too much time on your hands. Da meine ich aber auch hier. Man muss es ja nicht übertreiben. Die Spiegel sind alle so matschig, ne? Anscheinend. Okay, ist hier noch was einzustecken? Nee. Ja gut, dann. Nightingale und dieser Kult sind gefährlich. Wir müssen uns vorbereiten, falls es noch weiter eskalieren sollte. Kannst du es melden, Casey? Gute Entscheidung, Anderson. Agent Casey spricht. Ja, wir brauchen Verstärkung. In Bright Falls. Alle, die sie entbehren können. Sofort. Und Sie glauben, dass wir Nightingale am See finden? Die Seiten lagen bisher nie falsch. Der Verfasser dieser Seite könnte uns an der Nase herumführen. Ja, aber das ist unsere beste Spur. Bürgermeister Setter nimmt ihre Probleme ernst. Hey, warte mal. Dann fahren wir mal wieder an den See. Immer dasselbe. Ausstempeln und dann ein Bier. Oder vielleicht drei. Ich häng. So, fährst du oder ich? Ich weiß nicht, ob es die beste Idee war, in diese Stadt zu kommen. Eine strahlende Zukunft. Hallo? In Bright Falls. Anscheinend fahre ich. So, Cauldron Lake. Auf geht's. Ich will ehrlich sein, Anderson. Ich weiß, warum Nightingale vor 13 Jahren hier war. Er verfolgte einen Schriftsteller, Alan Wake. Tammy erwähnte ihn. Sie schreibt ein Buch über sein Verschwinden. Sie kennen ja den Detective aus seinen Büchern, Alex Casey. Ja, ich habe die Witze im Büro gehört. Cold Case Casey. Murder Case Casey. Sorry. Haha. Gleicher Name, gleicher Job. Jeder hat immer dasselbe gedacht. Es hat genervt, aber mir auch nicht. Und vor 10 Jahren erhielt ich dann plötzlich diese Briefe. Prosa-Fragmente, die Morde beschrieben. Sie haben doch gehört, was in New York passiert ist. Zumindest einen Teil davon. Immer mehr Leichen tauchten auf. Ein mörderischer Kult. Wie sich herausstellte, stammten die Fragmente aus Alan Wakes Krimis. Der Kult kopierte die Morde aus den Büchern. Sie dachten, dass sie ein Ritual durchführten, um Wake zurückzubringen. Ihr imaginärer Prophet. Nach diesem Fall befasste ich mich nebenbei mit Wakes Verschwinden. Und Sie dachten, dieser Fall hätte mit ihm zu tun? Sein Name taucht immer wieder auf. Ich wollte nur, dass Sie alle Fakten kennen. Nächstes Mal überlassen Sie mir, bevor wir uns in einer Horrorgeschichte wiederfinden.
Und außerdem wurden die Seiten von Alan Wake real, nicht andersrum. Das wurde nicht nachgespielt. Das Herz. Laut der Seite hält sich Nightingale in einem sogenannten Übergang auf. Ich muss rausfinden, was das genau ist. Ich bin froh, dass ich dafür nicht verantwortlich bin. Danke. Beginnen wir am Tatort mit der Suche nach Nightingale. Der Autor dieser Seiten weiß, was passieren wird. Steckt die Person hinter all dem oder sieht sie die Zukunft? Hier passieren unmögliche Dinge. Eine Welt mit anderen Gesetzen. Ich muss diese merkwürdige Logik verstehen, um die Hinweise zu verstehen und den Fall zu lösen. Richtig. Wow. Ich habe noch einmal über den Kult des Baumes nachgedacht. Welcher Kult bezeichnet sich schon selbst als solcher? Normalerweise tun sie das nicht. Wir haben noch keinen vollständigen Überblick. Hey! Hallo! Wie geht's euch? Ach, diese Absperrschilder sind völlig nutzlos, nicht wahr? Hallo, Saga Anderson. Sollten Sie überhaupt hier sein? Ich bin Ilmo Koskela. Freut mich sehr. Und ja, ich zeige hier den Wald. Er erledigt wichtiges Regierungszeug in der Stadt. Repariert dieses tolle Gerät. Ich arbeite für das FBC, Ma'am. Ich darf hier sein. Und Sie sind sicher wegen des Mordes hier. Echt heftig. Wie geht's voran? Was ist das denn? Nur eine Überwachungsstation, Ma'am. Das Federal Bureau of Control überwacht vulkanische Aktivitäten und Luftqualität. Aber keine Sorge, es dient hauptsächlich zu Forschungszwecken. Das ist ein schöner Pulli, Saga. Nordischer Stil. Den hat bestimmt jemand aus der Familie gemacht. Steven, wir untersuchen einen Mord in der Nähe. Was können Sie mir über das Büro sagen? Nichts, was nicht geheim wäre, fürchte ich. Aber von einem Mord weiß ich nichts. Die Operationen hier werden von einer anderen Abteilung geleitet. Ich bin nur wegen ein paar Reparaturen hier. Die Verkabelung macht alle paar Monate Probleme. Ja, das sind die Waschbären. Die werden hier richtig groß und haben Zähne. Das glaubt man nicht. Können einfach eine Mülltonne durchbeißen. Wie haben Sie vom Mord erfahren, Ilmo? Haben Sie was, das uns weiterhelfen könnte? Die Leute plaudern gern mit mir. Die Koskela-Brüder sind bekannt hier in der Gegend. Da fällt mir ein, besuchen Sie Watery, wenn Sie Unterhaltung suchen. Ist gleich unten nach Bright Falls. Dort gibt es unsere Coffee World. Ist ein Freizeitpark. Wir haben eine Sauna. Cool. Außerdem gibt es Führungen. Sie können jagen, angeln, wandern, was Sie wollen. Es gibt nichts, was wir nicht haben. Meine Mutter hat mir diesen Pulli gestrickt. Woher wussten Sie das? Wusste ich's doch. Meine Mama hat diese Pullis für mich und meinen Bruder gestrickt. Watery, meine Heimat, wurde von finnischen Zuwanderern gegründet. Was Sie und Ihren Pulli angeht, dachte ich, Sie wären auch aus Finnland. Suomi, Finnland. Pulla. Karjalan Piraka. Fast. Die Familie meiner Mutter stammt ursprünglich aus Schweden. Viel mehr weiß ich leider nicht. Der Pulli ist einfach eine Erinnerung an Sie. Vielen Dank. Mhm. Ich muss jetzt los. Was ist das? Was haben Sie gefunden, Steve? Nichts. Nur etwas, das nicht hier sein sollte. Eindeutige Anzeichen von Manipulationen. Das Signal wurde auf einen Sender umgeleitet, der nicht zu unseren gehört. Ich habe das Problem behoben, sodass alle Meldungen bei uns ankommen. Aber es ist definitiv besorgniserregend. Ich werde einen Bericht für die Ermittlungsarbeiten erstellen. Ich lasse das hier für den Fall,
dass nicht ich mich um die Reparatur kümmere. Wenn du das hier liest, überprüfe alles auf Manipulationen. Vielleicht sollten wir das ganze Ding in ein Metallgehäuse einschließen, damit sich die Waschbären nicht mehr daran vergreifen. Ob das wirklich Waschbären sind, wage ich fast zu bezweifeln. So, das ist wieder so ein Traumfänger. Kann ich jetzt? Ah, jetzt kann ich schießen. Ich guck einfach mal. Nee, okay. Hätte ja sein können. Oh, was haben wir denn hier? Da ist noch eine Lunchbox. Aha. We are all in this together, hero. Have a heroic day. Okay. Gehen wir mal weiter. Gehen wir zum Tatort, Casey. Viele Dinge an diesem Fall bereiten mir Kopfzerbrechen. Aber eine Sache fühlt sich richtig falsch an. Breakers Verschwinden. Ich glaube nicht, dass Nightingale dafür verantwortlich war. Er war gerade dabei, ihnen noch mehr dieser Seiten zu geben. Aber irgendwas wollte das verhindern? Oder hat ihn vor Nightingale beschützt? Eine spontane Selbstentzündung? Ich weiß nicht. Mit so einem Fall hatten wir es noch nie zu tun. Picnic Area. Unser Tatort versinkt im Wasser. Regen hat mich noch nie gestört. Fühlt sich an wie zu Hause. Keine Spur von Nightingale. Ich habe auch gerade an die Taschenlampe gedacht. War er beim Cauldron Lake in einem Übergang. Und wie sollen wir ihm dorthin folgen? Vielleicht gibt es hier irgendwo einen Hinweis. Und wenn wir Nightingale finden, was dann? Ich habe noch nie ein Monster verhaftet. Sie haben schon genug Monster verhaftet, Anderson. Sie wissen, was ich meine. Richtige Monster. Das Licht in der Leichenhalle hat Wirkung gezeigt. Vielleicht kann man nur so verhindern, dass er noch jemandem wehtut. Monster? Übergänge? Rituale? Was halten Sie von all dem? Normalerweise führen die Killer das Ritual durch, nicht der Detektiv, der seine kranken Fantasien auslebt. Vielleicht will er sie mit hineinziehen und in seine verrückte Welt zwingen. Aber wenn Tote wieder auferstehen, bekommt das Wort Ritual deutlich mehr Gewicht. Wir müssen uns umsehen und herausfinden, was dieses Ritual genau ist. Jo. Dafür sind wir hier. Das Symbol haben wir schon mal gesehen. Mehrfach. Gutes Auge. Fußspuren. Nightingale. I'll see where these footprints lead. Can you comb through the crime scene one more time, KC? Just in case. Wird erledigt. Wenn es was gibt, melde ich mich. Warum war das jetzt Englisch? Okay. Folgen wir mal den Fußspuren.
Ja, es wird dunkel und regnerisch und gruselig. Die Spuren führen ins Wasser. Wo ist er hin? Ins Wasser. Eine Präsenz. Nightingale ist ganz nah. Alles einpacken. Witchfinder Station. Ah, okay. Können wir da jetzt auch hin? Boah. Grusel, Grusel. Es ist kein Wunder, dass der Cauldron Lake nach seiner ungewöhnlichen Kesselgestalt benannt wurde. Dennoch gibt es viele wundersame Geschichten über den See. Er soll angeblich ein finsteres Tor zur Unterwelt sein. Oder dass der See in Wirklichkeit der Kessel einer Hexe war. Die Legende besagt, dass ein örtlicher Sheriff, dessen Zuneigung nicht erwidert wurde, die betreffende Dame bezichtigte, ihn verhext zu haben. Sie wurde ertränkt, aber aus ihrer fallengelassenen Schöpfkelle wuchs ein seltsamer Baum, der Witch's Ladle genannt wurde. Die Dame kehrte jedoch wieder, um sich an den Schuldigen zu rächen, wenn sie nicht schon vorher eine Hexe war, so war sie es jetzt. Ich will mal kurz gucken da, ja. Okay. Sie tötete den Sheriff und ertränkte ihn im See. Dann nahm sie sein Herz und verschloss es in einer Kiste. Mit dem Herz wollte sie ihn aus dem See heraufbeschwören, um sich an ihm zu rächen. So lautet zumindest die Legende. Aha. Kann ich da den Kopf reinstecken? Von der anderen Seite. Nee. Okay, okay. Oh, da ist was. Das sind nicht dieselben Spuren wie vorhin. Sie führen in den Baum hinein und nicht aus ihm heraus. Oh, oh. Was ist das? Scheint aufs Licht zu reagieren. Verstärkung einschalten, um deinen Schaden an der Dunkelheit zu erhöhen. Ah ja. Meine Taschenlampe brannte das dunkle Zeug weg. Darunter war eine weitere Seite. Die Sicherung war an ihrem Platz. Saga betrat die Witches Hut. Drinnen leuchtet ein helles Licht. Einige Objekte stachen Saga ins Auge, als ob das Licht sie manifestiert hätte. Die Witches Hut. Okay. Ich vertraue darauf, dass mich die Seiten zum Übergang führen. Die Sicherung war an ihrem Platz. Sie hatte sie zwischen dem Gerümpel im Wald gefunden. Saga betrat die Witches Hut. Etwas schoss durch sie hindurch, eine Präsenz, vertraut. Sie konnte es nicht genau zuordnen. Etwas längst Vergessenes. Sie versuchte, es festzuhalten, doch es war schon weg. Im Inneren ein helles Licht und Gegenstände, die Saga auffielen. Sie hoben sich von den staubigen Tierschädeln und dem Kessel ab, als ob das Licht sie manifestiert hätte, sie aus der Dunkelheit geholt. Eine Verschiebung der Realität. Voller versteckter Bedeutungen. Eine Kaffeethermoskanne, ein Schuhkarton,
Ein Mob und ein Eimer, ein Poster an der Wand und im Schrank eine weitere Manuskriptseite. Moin Dominik. Na, alles gut? Affiliate. Huhu. Endlich geschafft. Also falls du, kennst dich ja aus, Amazon Prime hast, kannst ja gerne kostenlos reinsappen. Ja, besser, besser. Also ich habe nur noch so ein bisschen Husten so, die Bronchien gehen ab und zu ein bisschen zu, aber ansonsten geht's wieder. Bin am Montag wieder da. War echt übel, ey. Hab richtig hohes Fieber gehabt. Ich habe über 20 Stunden am Stück gepennt. Ich war völlig hinüber. Keine Luft gekriegt und nichts. Boah. Das war echt übel. Was auch immer das war. Oh hier. Achso, das ist die Werbung, ne? Oh je, ich bin ein Tourist und habe. Haben wir schon gesehen. Montag, letzter Tag. Dann ist schon rum dein Praktikum. Das ist ja krass. Wie schnell die Zeit vergeht, ne? Wie lange warst du dann da? Schon ein halbes Jahr. Ja, genau, 6 Monate, ne? Ich wollte es gerade sagen. Boah, dann ist ja mal eine Probezeit rum. Krass. Wir haben ja zusammen angefangen. Ja, aber konntest wahrscheinlich einiges mitnehmen, ne? Okay, dann muss ich da nochmal hin. Okay. Dann gehen wir wieder. Ja, ich denke, du hast auch einen ganz guten Laden erwischt gehabt. So in anderen Firmen, wo ich schon war, da hättest du einfach nur deine Zeit abgesessen. Aber da hast du ja ein bisschen was mitgekriegt aus verschiedenen Abteilungen. Das, denke ich, war ganz, ganz gut. Komm ich hier wieder raus? Ne. Ne. Was ist da duster hier? So, hier, ne? Ja. Hier geht's raus. Okay. Gehen wir doch mal gucken. Warum fallen da jetzt die Sachen runter? Langsam wird's gruselig. Das ist die Witches Hut. Anderson, ich glaube, ich habe etwas im Wald gesehen. Vermutlich mein Reh, aber ich sehe es mir an. Okay, ich habe noch eine Seite. Ich folge einer Spur. Ich halte sie auf dem Laufenden. Verstanden. Okay. Im Sicherungskasten fehlt eine Sicherung. Ich muss sie finden, um das Licht einzuschalten. Hä? Hieß es nicht in dem Buch? Ich habe die Sicherung aus dem Baum mitgenommen. Ah, verdammt. Dann gehe ich nochmal dahin. Nicht, dass ich die übersehen habe. Das wäre ja doof. Nee. Internetleitung gerippt. Was ein Scheiß. Hier war das, war das gestern? Oder vorgestern? Ich weiß gar nicht. So um kurz nach 20 Uhr. Ganz kurzer Stromausfall, ne? Ganz kurz geblinkt nur. Und dann 3 Stunden kein Internet. Und zwar, da ist in Seebach oben ist ein Stromkästchen abgebrannt und hat mal den kompletten Ortsteil da oben stundenlang lahmgelegt. Ne? Kein Strom, kein Internet, gar nichts.
Und ich habe hier Glück. Ne? Also ich wohne daneben am Krankenhaus. Da läuft der Strom. Aber Internet war halt weg. 3 Stunden. Aber gut, da habe ich dann schön Lego gebaut. Hier ist keine Sicherung. Stand doch da. In der Manuskriptseite. Wo sind die hier, ne? So. Im Inneren ein helles Licht. Dann gehe ich an die Sage auf den Wurmstamm und Tierschädel. Die Sicherung war an ihrem Platz. Sie hatte sie zwischen dem Gerümpel im Wald gefunden. Gerümpel im Wald. Oh, so ein LTE-Dingens. Das habe ich auch mal ausprobiert. Das fand ich nicht so gut. Aber das war halt in dem Kaff, wo ich da gewohnt habe. Da war halt kein Handynetz, kein Internet, kein Kabel, nur Schüssel. Da war dann schon ein bisschen doof. Ja, wenn es funktioniert, klar. Tipptopp. Tipptopp. Aber schon krass, ne? Musst aber nichts bezahlen, ne? Das ist dann ja ein Ausbesserungsversuch. Wo ist Gerümpel? Wo kann die Sicherung liegen? Hier ist ja nirgendwo Gerümpel. Da war ich ja schon dran. Okay. Gucken wir mal, wo noch mehr Gerümpel liegen könnte. Hier vielleicht. Nee. Na komm, dann gehen wir mal wieder hoch. Vielleicht liegt da oben auch Gerümpel. Muss alles die Stadt bezahlen, ja, das ist doch perfekt. Dann kann ja nichts passieren. Ist kein Gerümpel. So ein Schild. Können wir mal hier runtergehen? Da liegt Gerümpel. Diese Sicherung ist kaputt. Oh. Schade. Grusel, Grusel. Freitag. Mitch hat mir heute erzählt, dass ihre Familie wegzieht. Das ist echt ätzend. Ich habe ihr noch nicht einmal gesagt, dass ich sie wirklich mag. Was bringt das jetzt noch? Sie sagte, ihre Eltern würden einen besseren Job suchen und sie auf eine bessere Schule in einer großen Stadt schicken. Ich schätze mal, das ist vernünftig. Sonntag. Ich habe es ihr gesagt. Sie hat aber nur Danke gesagt. Ein echter Tiefschlag. Montag. Gestern Abend habe ich mich wieder rausgeschlichen. Ich bin zu dem großen Haus am See gegangen, anstatt es wie sonst immer nur von hier aus zu beobachten und herumzusitzen. Scheiß drauf. Jedenfalls geht da unten etwas Seltsames vor sich. Ich werde herausfinden, was. Ich werde morgen mit besserer Ausrüstung wieder hingehen. Ich wette, ich finde einen Weg ins Innere des Gebäudes. Dann mache ich ein paar Fotos. Das wird episch. This is gonna be epic. Ja.
eine dieser Lunchboxen. Wo? Oh, hier. Echt viele, ne? Irgendwas drin? Manuskript. Komm. Ich weiß, dass die Dinge hier ein wenig wild werden können, aber wenn du jemals Angst hast, denk einfach daran, dass Alan über uns wacht. Alan. Alan. Aha. Sieht gut aus. Aber Leute sollten ihren Müll nicht liegen lassen. Na, das sieht nicht aus wie einfach liegen gelassen. Sieht aus wie ein kleines Lager. Okay. Zurück zur Hütte. Können wir mal den Strom einschalten. Da-dum. Okay. Rein da. Noch eine Seite. Oh. Ich mache Fortschritte. Im Schutzraum kannst du deinen Fortschritt speichern. Aha. Das Bild der Hexe auf dem Schild. Saga wandte sich an die Hexe. Die verwischte Linie auf dem Herzen. Den zweiten Teil aus dem Gedächtnis rezitiert. Ich habe das Herz dabei, Hexe. Zeig mir den Schrecken. Saga schob das Herz durch das Loch im Schild. Ah, das Loch im Schild, okay. Okay, gehen wir mal kurz hier checken. Boah, wo könnte das hingehen? Kultsymbole. Okay. Dann. Das habe ich alles schon erledigt. Ja. Ich hab's halt doch schon ein bisschen drauf, ne? Macht keinen Sinn. Doch. Ah, dahin. Nee. Hä? Vielleicht dahin? Nein. Ah, guck mal hier. Zack. Und zack. Okay. Was haben wir noch? Die Seite von der Witch's Hut scheint eine Art Ritual zu beschreiben. Nightingales Herz ist aus der Leichenhalle verschwunden. Wo ist es jetzt? Ja, das brauchen wir noch. Um zum Übergang zu kommen, muss ich Nightingales Herz finden. Die daraufstehende Zeile und die Zeile auf der Seite zum Schild der Witch's Lady lesen. Und dann das Herz durch das Loch im Schild schieben. Ja. Müssen wir das Herz nur finden. Okay. Dann. Was zeigt er mir da an? Profiling.
Okay. Was gibt's Neues? Ich brauche Nightingales Herz für den Übergang. Wo ist es? Ein Kultist legte sich nahe an. Er war da, aber er war auferstanden. Nightingale war dort. Das Gegenteil von Sonnenflecken. Wer hat das gesagt? Das ist es nicht. Ich habe nicht alles, was ich brauche, um das Herz zu finden. Es muss mehr geben. Christian, einen wunderschönen guten Tag. Ich habe am Mittwoch habe ich Post gekriegt, dass Nachsorge genehmigt wurde. Habe dann gleich meine Kreuzchen gemacht, wann ich kommen will. Habe es hingeschickt. Mal gucken, wie schnell das jetzt geht. Nightingales Herz. Wo ist es? Und war gar nicht so schlimm, ne? Ist eigentlich wie Gruppentherapie. Nightingales Herz liegt in einem Kühlschrank im Warenhaus. In einem Kühlschrank im Warenhaus, okay. Ich muss im Warenhaus nach dem Herz suchen. Vergiss nicht oft zu speichern. Ich bin unterwegs zum Warenhaus. Ich glaube, ich weiß, wie ich in den Übergang komme. Verstanden. Ich bin den Spuren eines Quads in den Wald gefolgt und habe mich ein wenig verirrt. Haben Sie sich verlaufen? Ich habe mich erst einmal in meinem Leben geirrt, Anderson. Bei meiner Ex-Frau. Ich finde schon einen Weg zurück. Kein Grund zur Sorge. Ja. Ich glaube, wir müssen hier lang, ne? Geräusche. Das ist das Warenhaus, okay. Gucken wir mal, ob wir den Kühlschrank finden. Ohne hier jetzt angegriffen zu werden. Alter. Oh, Deal. So. Da waren wir ja schon am Durchstöbern. Das heißt, wir brauchen jetzt nur noch den Kühlschrank. Oh. Alter. Schalte Taschenlampenverstärkung ein, um dich durch die Dunkelheit zu brennen, die Feinde umgibt. Okay. Oh. Was ist? Space. Möglich dir feindlichen Angriffen auszuweichen. Okay. Oh, schneller! Wow! Ein Monster wie Nightingale. Du kannst dich mit Schmerzmitteln Control heilen. Schmerzmittel sind schnell anzuwenden, gewähren aber einen kleinen Heilungsbeitrag. Okay. Schmerzmittel. Achso. Ja. Benutzen. Wie umständlich. Naja, macht ja nichts. Okay, okay. Da ist noch ein Medipack.
Und da ist der Kühlschrank. Sehr gut. Was haben wir da noch? Ah. Mehr Platz. Gib mal das. Wir haben hier noch eine Manuskriptseite. Saga bewegte sich langsam in Richtung der kaputten Tür. Sie war schussbereit, die Taschenlampe nach vorne gerichtet. Nightingale sagte, dass es hier sein würde. Das Warenhaus am Cauldron Lake war zugewachsen, dem Verfall überlassen. Saga dachte über den Kult des Baumes nach. Sie waren hier gewesen, wartend. Sie planten einen grausamen Ritualmord. Währenddessen spielten sie im Warenhaus Karten, als wäre es nur ein gewöhnliches, spätabendliches Pokerspiel. Saga trat näher an die Tür heran. Hatte das Tier sie aufgebrochen? Es gab einen lauten Knall. Saga stand von Angesicht zu Angesicht mit einem Kultisten. Eine hünenhafte Gestalt in einem Regenmantel. Wir wachen in der Nacht. Wilde Augen hinter einer Hirschmaske aus Kunststoff. Eine Axt in seiner erhobenen Hand. Jupp. Genau so war's. Leer. Okay. Oder geht tatsächlich die Batterie leer von der Taschenlampe? Der Text auf dem Herzen ist jetzt besser erkennbar und lesbar. Zeig. Acht, ich habe 12, ne? 12 ist das Kleinste, ja. Die Welle brach auf der anderen Seite des Spiegels herein. Okay. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Der Kühlschrank. Das Herz. Ich wusste, dass es hier ist. Als hätte ich es im Traum gesehen. Hätte, hätte, Fahrradkette. Und jetzt muss ich das Herz der Hexe überreichen. Macht auf jeden Fall Sinn. Gehen wir hier nochmal durch. Vielleicht gibt es da mittlerweile noch was abzuräumen. Ja, guck mal, hier liegt was. Montag, 3.9. Verdächtige Aktivitäten entdeckt. Der Melder glaubte, eine Bewegung im Gebüsch gesehen zu haben. Es wurden Fußspuren in der Gegend gefunden, aber einige wurden vom Melder beschädigt. Anmerkungen für mich. Den Melder besser ausbilden. Dienstag, 4.9. Nicht zu berichten. Ein paar Tiere, wie immer. Mittwoch, 5.9. Nachts sind Jäger unterwegs. Wilderer? Ich habe ein paar Schüsse gehört. Nicht von uns. Wir müssen ein Auge auf diese Leute haben. Sonst erleben sie noch ihr blaues Wunder. Casey, in dem Gebiet gibt es Kultisten. Sie sind besessen, wie Nightingale auch. Passen Sie da draußen auf sich auf. Okay. Zurück zur Hexe. Und zum Hexenschild. Ihr Orientierungssinn ist miserabel. Ich finde mich mit verbundenen Augen und betrunken in jeder Stadt in Amerika zurecht. Es sind diese verdammten Bäume. Okay, okay. Ich bin unterwegs nach Witch's Ladle. Ich muss ein Ritual ausführen, um den Übergang zu öffnen. Dieser Fall wird immer verrückter und aufregender. Geht's auch ohne? Ja. Oh, wenn da Licht an ist, kommt bestimmt ein Monster. Ja, ich brauche aber Licht. Dann sehe ich halt nichts. Da. Oh!
Jetzt gibt es weniger Monster. Quasi. So, da ist das Schild. Müssen wir jetzt das Herz da durchstecken. Die Welle brach auf der anderen Seite des Spiegels herein. Ich habe das Herz dabei, Hexe. Zeig mir den Schrecken. Ohne geht nicht, Casey, nee. Ich glaube, ich bin im Übergang. Sind Sie noch immer unterwegs? Casey. Hören Sie mich, Casey. Scheiße. Okay, Saga im Alleingang. Wieder so ein Dingen. Mama! Logan? Mama, Hilfe! Logan? Wo bist du? Was zum Teufel war das? Logan ist wieder in Virginia. Du bildest dir das alles nur ein. Ja, hier ist nichts. Okay. Dann mal weiter. Wieder ein geschlossener Baum? Nee. Ja, es ist zwar dunkel, aber ich muss Batterien sparen. Die brauche ich für die Monster. Das wird immer verrückter. Moment mal. Laufe ich wieder zurück? Nein, alles okay. Ich muss weiter. Sich alles. Ja, das ist eine Spiegelung. In einem Albtraum. Ja, was ist? Ich muss Nightingale finden. Der Schriftsteller ging in den See, verbannte das Dunkel. Besessene lauerten immer noch in den Wäldern. Der dunkle Ort wich zurück. Die Strömung zog diejenigen zurück, die die Dunkelheit in sich trugen, in den See. Nightingale war dort, einer von ihnen. Das Dunkel, Jagger, hatte ihn geholt. Die Hexe hatte sein Herz gestohlen. Sie versanken in den Wellen, der dunkle Ort. Sie wanderten in den Schatten, murmelnd zu sich selbst. Es ist dunkel, ich bin verloren. Wo bin ich hier? Wer bin ich? Ich kann mich nicht erinnern. Es ist kalt. Premium-Hütten zu vermieten in Bright Falls. Wer hat das gesagt? Können Sie mich hören? Ich brauche Hilfe, bitte. Hören Sie auf damit. Was habe ich getan? Sie müssen es ausgraben. Ihre Formen haben sich verändert. Echos der Träume des Schriftstellers kommen, gehen.
die nächste Geschichte und die Geschichte danach. Der Schriftsteller schrieb wieder. Mhm. Okay. Weiter. Oh, krass. Das war die Stadt. Was geht denn hier? Ich habe gleich keine Batterien mehr, ne, für die Taschenlampe. Uiuiui. Oh oh. Der Schriftsteller schrieb wieder. Der Schriftsteller schrieb wieder. Er ist hier, Nightingale. Klang so, ja. Klingt so, als wäre das Signal schlecht. Ja, anscheinend will er mich aber warnen. Ein freundlicher Geist. Kasimir. Nightingales Marke. Oh, hier. Batterien. Was für ein Klicker soll ich dir denn zeigen? Alles klar, Christian, lurk dir mal ein. Oh, ist das abgefahren. Alter! Hör auf! Ich hab Batterie leer. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Schnell, schnell. Junge, was hier denn los?
Schnell weg. Schnell. Wo ist er? Wo? Da. Alter, wo geht's denn hier lang? Ich muss den jetzt doch platt machen. Inventar voll. Eieieiei. Mist. Mal eben Energie zu mir nehmen. Oh. Schnell hier. Nimm's doch. Heilen. Ja, Mann, ich will doch. Alter. Boah, was geht denn? Sie dürfen hier nicht rumliegen. Sind Sie okay? Ah, nein! Ich bin schuld! Er entkam! Mit meinem Gesicht! Scratch! Sir, ganz ruhig. Atmen Sie tief durch. Er hat die Geschichte verändert. Das Dunkel. Wir müssen es aufhalten, bevor... Ganz ruhig. Eins nach dem anderen. Wie heißen Sie? Ich heiße... Alan Wake. Ich bin Autor. Ich war... Wake? Woher kommen Sie? Sie werden seit 13 Jahren vermisst. 13. Jawollo. My way,
lost my way. Myself and I don't need to hide. My foolish pride paid the price. I will never leave again. I'm by your side. Ja, wenigstens kommt jetzt ein bisschen Action da rein in das Spiel, ne? Sehr cool. Sehr, sehr cool. Aber dann würde ich sagen, machen wir erstmal wieder Tuck. Ich merke selbst, dass ich noch nicht so fit bin. Ja, ich werde dann gleich offline gehen. Vielleicht komme ich später nochmal online. Mal schauen. Mal schauen. Ich muss mich jetzt mal ein bisschen entspannen. Immer noch krank.